Hallo und willkommen zurück zu Prüssenarchitekt. Ich hatte leider gerade das Aufnahmeprogramm offen, sorry dafür, aber jetzt habe ich auch eine Uhr hier. Jetzt können wir auch die Folgen wieder geplant machen. Die letzte war jetzt 23 Minuten. Ja, gut, weiter geht's. Die Tür hier. Wie gesagt, bis Schlafen fertig ist, können wir sie mal so lassen. Danach stelle ich die auf den Türmodus normal. Ich glaube, 6 Uhr sind sie mit Schlafen fertig. Bin mir nicht sicher. Oh ne, noch eine Stunde. Dürfen bis 7 Uhr schlafen, was Glückspilze. Bis 7 Uhr. Dann gehen sie aber essen. Oder das ist normal. Was haben sie bei dem gefunden? Ein Hammer. Warte mal gucken hier. Aston Anderson. Weswegen ist er denn verurteilt? Book Larry. Keine Ahnung was. Jay. Videogame. Ach so, Raubkopieren. Ist wieder Bulagari. Arbeiter. Der ist. Perjury ist, habe ich auch keine Ahnung. Auch wieder Raub kopieren. Gut, Räume. Die sind ja hier schon fertig. Versorgung. Jetzt ziehe ich noch ein kleines Wort durch. Zweiten Block, die sind noch nicht fertig. Da hinten. So, wir haben wieder ein bisschen mehr Platz hier. Aber wir haben wieder Gewinn. Juhu. Wir können jetzt 2 LKWs von Gefangenen. Ganz toll. So. Das sind 8, 9, 10, 11, 12. 12 haben da Platz. Ja. Sind das 9, die in der Übergangszelle bleiben? Auch nicht allzu schlimm. Nehmen wir jetzt am Tag ein. Sehr gut. Räume. Zelle. Drüber gestrichen. Der Block ist auch fertig. So, jetzt haben wir auch wieder Platz für die alle hier. Müssen sie nicht mal in die Übergangszelle. Und die sollen das jetzt endlich mal fertig bauen. Stationierung. Warte mal, Riegeln. Da, das hätte ich drauf gemacht. Die sind ja hier. Ach, das schreit doch nach einer Razzia. Jetzt durchsuchen sie hier einfach einmal alles.
Mal sehen, was wir so finden. Gefunden. Nichts. Metallschaft. Messer, Gabel, Medizin. Gut. Medizin erlaube ich ja noch. Konnte sich selber helfen, wenn ich nicht ganz so schlimm. Schere, Zücke, Feuerzeug, Hammer. Eine Zücke. Alkohol. Oh ja, ich glaube. Ich klone mal ein paar Isolationszellen rüber. Immer für den Moment einzelne Isolationszellen. Und noch zwei dahin pflanzen. Messer haben sie zwei, Alkohol auch. Nur kurz in die Bedürfnisse. Das sieht auch ganz gut aus. Familie kann ich nichts ändern, haben genug Möglichkeiten. Einmal der Gruppenraum mit Telefonzellen, einmal der Besucherraum. Och, da müssen wir jetzt wohl. Mal sehen, dass wir das hier noch ein bisschen hoch kriegen. Tisch. Dass hier noch ein paar Gefangene Platz haben in der Kantine. Wollen wir nicht, müssen wir eine zweite bauen. Da wir noch Geld haben, wollen wir gerade mal hier die kriegen wir hier eine Panzerung und einen Elektroschocker. Ist für die sogar notwendig. Den Block B haben wir gleich geschafft. Ich finde es schön, jetzt umzuschauen, wie die das alles einrichten. Räume. Putzkammer können wir ja gerade schon machen. Ah, Raumgröße mindestens 3x3. Warte mal, Materialien. Ziegelmauer. Erstmal Einrichtung. Demontieren. Schön. Demontieren. Materialien. Ziegelmauer. Autosave. Und abreißen. Hier. Ja, das ist doch zum Kopf. Gut. Ach, hier hinten sind wir fertig, müssen wir noch Versorgung. Machen wir es mal einfach, regens. So. Gut. Stationierung. Entriegeln. Sieht gut aus. Räume. Teller. Entriegeln tue ich jetzt noch. Ich warte noch, bis sie die Kabel gelegt haben.
Krieg ich da wohl hin, oder? Zellenblock B scheint geschafft. Subvention, Zellenblock C. Lass mal. Razzia Drogen nehmen haben. Ich bin der 10 gestohlene Drogen. Machen wir gerade mal eine Razzia. Was haben wir hier? Gabel, Schraubendreher. Alkohol. ...50% scheinen wir da schon zu haben. Die scheinen da fertig zu sein. Man kann hier entriegeln raus. Hundepatrouille. Patrouillen. Den kleinen Zellenblock kann ich eine abziehen. Mal sehen. Patrouillen. Alle brav besetzt. Schraubendreher, Zigaretten, Alkohol und Gabel haben wir schon gefunden. So. Putzkammer, kann man jetzt hier größer machen, Räume, Putzkammer, wird jetzt größer. Ich habe eben noch gesagt, demontieren. Tschüss damit. Stationierung. Ne, Logistik ist es sogar. So. Können wir sie in der Putzkammer zuweisen. Können wir ja schon mal Aufgaben. Tagesplan hier. Arbeit. Dann können wir hier zwei Blöcke reinhauen. Nehmen hier drei. So. Und einer davon wird Arbeit. Bei denen machen wir erstmal keinen Unterschied, weil wir wahrscheinlich noch keinen von denen haben. Oder? Ne, normales Risiko haben wir noch keinen. Die haben sich noch nicht schlecht genug benommen. Den 17 ist das Gefängnis gerade voll. Können wir aber trotzdem noch welche aufnehmen. 12 Stück. Ich würde ja gerne Steueroase freischalten. Da haben wir mehr Einnahmen, aber können wir uns nicht leisten. So schockend. Erweitert die Erlaubnis für Elektroschocker und nochmal auf normale Wachen. Ach, können die normalen Wachen sich besser wehren. Und so was Sinnvolles über Wachen bringt's noch nicht. Und machen wir mal hier Kredite. Ich sehe gerade, die Folge ist zu Ende. Von daher, tschüssi!